Jetzt habe ich früher mal als Lehrer gearbeitet und ich bin in die Klasse gekommen. Ich habe mich nicht mit Marcel vorgestellt, ich habe mich mit Krass vorgestellt. Ich bin Herr Krass. Ich bin euer neuer Elektrotechniklehrer. Das war so mein erster Tag in der Klasse. Dann habe ich dir ein bisschen über mich selber erzählt. Ich bin Herr Krass, euer Elektrotechniklehrer. Warum habe ich denen das gesagt, dass ich Elektrotechniklehrer bin? Ich habe denen das deswegen gesagt, weil das eine Beziehung zwischen uns herstellt. Wenn ich denen sage, ich bin der Lehrer, wer sind dann die Leute, die vor mir sitzen? Das sind Schüler. Das sind meine Schüler. Das müssen die auch wissen. Ich bin der Typ, der bringt denen was bei. Ich bin vertrauenswürdig, was mein Wissen betrifft, etc. etc. Nur mit dieser einen Aussage, ich bin euer Lehrer, habe ich eine Beziehung zwischen uns hergestellt. Ihr seid alles meine Schüler. Wenn Allah sagt, er ist Rabbul Alamin, er ist der Herr der Welten, und er macht dies als erste Vorstellung von sich selber, dann stellt er damit eine Beziehung her. Rabb bedeutet Herr. Und Alamin ist ein Ausdruck für alle Lebewesen, die Verstand haben. In erster Linie für uns sind das die Menschen. Aber es sind nicht nur die verschiedenen Menschen, Alamin, wenn wir sagen, er ist der Herr der Welten. Es sind verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen. Von all diesen ist er der Herr.